Jemand wird gleich gefeuert. Oh, Scheiße. Meine Schwester. Augenblick, ihr plant eine Weihnachtsfeier? Das ist keine Weihnachtsfeier. Es ist eine ökumenische Mischveranstaltung. Tja, was auch immer es sein soll, das könnt ihr vergessen. Gut, ist abgesagt. Hey, Idiot, das habe ich ganz genau gesehen. Okay, die Feier findet nicht statt. Sie findet statt. Diese Firma ist am Arsch. Ich werde sie dicht machen. Gib uns etwas Zeit, um das Ruder rumzureißen. Na schön. Sollte es euch gelingen, Walter Davis und seine 14 Millionen unter Vertrag zu nehmen, sind eure Jobs sicher. Deal. Und dann stehst du dumm da. Dann hätten wir ja endlich was gemeinsam. Gottverdammt, sie ist so ein Biest! Leute, wir werden ihm einen unvergesslichen Abend auf unserer Weihnachtsfeier bereiten. So retten wir unsere Jobs. Gar keine blöde Idee. Walter? Lust auf Party? Ist lang her. Es ist Weihnachten, also lassen wir uns mal volllaufen. Teilnahme ist Pflicht. Ja. Die verklage ich. Ich habe heute Geburtstag. Ah, das lobe ich mir voller Einsatz. Legen wir los. Frohe Weihnachten, ihr Wichser! Direkt durch den Kamin geschlittert. Yeah! Beste Party ever. Hashtag freisaufen. An wen schickst du das? An alle in Chicago. Ich bin CEO von Sinotech. Fahren Sie einfach weiter. Ich habe heute Abend schon 4 Fuhren bei dieser Party abgeliefert. Und die haben mir nur 3 Sterne gegeben, diese Wichser. Was haben Sie gerade gesagt? Dass das verdammte Wichser waren. Let's go! Ich möchte zu bedenken geben, dass die Entscheidungen, die ihr heute Abend trefft, Konsequenzen für euer restliches Berufsleben haben können. Du fährst sofort rechts ran oder ich puste dir deine Scheißbirne weg. Ich liebe Amerika! Kommt mal her. Ich fühle mich lebendig! Ich hab dir mit ihm angestellt! Ich liebe diese Firma! Ich denke, er wollte schwingen. Wo hast du die her? Ich glaube, das willst du gar nicht wissen.